Sie sind wieder an der Macht. 20 Jahre nach ihrer Vertreibung beherrschen die Taliban Afghanistan. Ein Regime, das von keinem Staat anerkannt wird. Ein Land, das keine internationalen Finanzhilfen mehr erhält. Ich frage mich, wie hat sich die Lebensrealität von 40 Millionen Afghanen verändert? Wer sind die Gewinner? Wer die Verlierer? Ich treffe die, die an westliche Werte geglaubt haben und nun Angst um ihr Leben haben. Immer mehr Kinder leiden an Unterernährung, drohen an Hunger zu sterben. In den Krankenhäusern fehlt es an Medikamenten. Ärzte bitten um unsere Hilfe. Szenen aus einem Land, dem der Kollaps droht. Kabul, frühmorgens um 7. 3 Monate ist es her, dass die Taliban die Macht übernommen haben. Für die Mädchen hier hat sich seit der Machtübernahme der Taliban alles verändert. Nur noch bis zur 6. Klasse dürfen sie in der Sahona-Schule lernen. Dann ist Schluss. Von den einst 8000 Schülerinnen sind nur noch 2000 geblieben. Der früher überfüllte Pausenhof wirkt jetzt fast leer. Die 6. Klasse schreibt gerade eine Mathearbeit. Die 11-jährige Yusra und ihre Freundin Marwa sind die Klassenbesten, sagt Homera Shamshat, die Lehrerin. Welche Fragen müssen sie beantworten, frage ich. Die Frage ist, definiere die Prozentzahl mit einem Beispiel. Die Prozentzahl ist die Zahl, die von 100 abgeleitet wird. Yusra will Ärztin werden. Ich möchte wissen, warum, was sie sich unter diesem Beruf vorstellt. Ich will Patienten behandeln und für das Land arbeiten. Finden Sie es gut, dass Mädchen und Jungen getrennt voneinander lernen müssen? Nein, wir sind nicht glücklich. Wir möchten zusammen mit Jungen lernen, wie Brüder und Schwestern. Vielleicht werden Yusra, Marwa und ihre Klassenkameradinnen nach den Ferien nicht mehr in die Schule zurückkehren. Und alle ihre Träume platzen. Einige dieser Kinder wollen eines Tages Parlamentsmitglieder werden. Aber so wie die Dinge laufen, scheint das unmöglich. Sie sind Kinder. Sie verstehen noch nicht den Ernst dieser Lage und versuchen ihr Bestes, um Ärzte oder Ingenieure zu werden. Ich frage mich, ob sie keine Angst hat, so offen die Taliban zu kritisieren. Wir haben keine Angst vor den Taliban. Wir fürchten nichts außer Gott. Sie glauben an Gott, aber wir auch. Wenn sie uns unterdrücken, werden sie dafür eines Tages bezahlen müssen. Ich bin beeindruckt von ihrem Mut. Homera Shamshat möchte gerne in Kontakt bleiben. Wir tauschen unsere Telefonnummern aus. Dass die Europäer sie nicht vergessen, ist den Lehrerinnen wichtig. Die afghanischen Frauen haben in den letzten 20 Jahren viel gewonnen. Der Zugang zu Bildung war dabei das Wichtigste. Doch jetzt drohen sie alles wieder zu verlieren. Das Frauenministerium haben die Taliban geschlossen. Stattdessen ist jetzt ein Ministerium für Tugenden und Laster entstanden. Wir sind zu Besuch in der neuen Behörde. Sprecher Akif Mohajir hat uns zum Tee eingeladen. Statt der Verfassung gilt jetzt der Koran. Eine Übersetzung in Paschtu liegt auf dem Schreibtisch. Wir haben gehört, die Taliban haben sich im Vergleich zu den 90er Jahren verändert. Stimmt das? Die Taliban haben sich nicht verändert. 20 Jahre lang wurde in diesem Land falsche Propaganda über uns verbreitet. Wir haben für Frieden und Sicherheit dieses Landes gekämpft. Ein heiliger Krieg. Wir sind keine Terroristen. Also werden wir keine Bestrafungen mehr sehen, Steinigungen, wie wir sie in den 90er Jahren erlebt haben? Nein.
So wird es nicht kommen. Niemand wird im Namen des Tugendministeriums erniedrigt. Wir werden keinen Menschen entehren oder beleidigen. Das verbietet der Koran. Wie der Westen sie wahrnimmt, ist den Taliban wichtig. Ihre Kämpfer sorgen für Ordnung und Sicherheit, sagen sie. Für mich verbreiten sie eine Atmosphäre der Angst, die überall in der Stadt spürbar ist. Menschen, die für ein modernes Leben eingetreten sind, trauen sich oft nicht mehr auf die Straße, vor allem die Frauen. Doch Kabul war schon immer anders als der Rest des Landes. Eine Metropole, moderner und weltoffener. Wie ist die Situation auf dem Land? Wir verlassen Kabul und fahren in die Provinz Wardak. Es ist das erste Mal, dass ich diese Strecke fahre. Noch vor wenigen Monaten war die Landstraße in den Süden des Landes Kriegsgebiet. Immer wieder sehen wir Spuren von Sprengstoffanschlägen, riesige Krater, die Explosionen von Autobomben im Asphalt hinterlassen haben. Diesmal reisen wir mit Erlaubnis der Taliban, die uns auch begleiten. Sofort fällt mir die extreme Dürre auf. Felder, die vertrocknen. Die Menschen hier können von der Landwirtschaft schon lange nicht mehr leben. Viele der Familien leiden Hunger. Obwohl es nur 50 Kilometer sind, brauchen wir mehr als 2 Stunden, bis wir im Dorf Kachkala ankommen. Vom Fortschritt der letzten 20 Jahre ist hier nichts zu sehen. Wir werden misstrauisch beäugt. Ein ausländisches Fernsehteam sehen Sie hier zum ersten Mal. Sayed Ashraf hat uns eingeladen in sein Haus. 13 Menschen leben hier zusammen. Sayeds Kinder, Eltern und ein Bruder mit Behinderung. Eine afghanische Großfamilie. Die Taliban haben uns geholfen, eine Familie zu finden, die bereit ist, mit uns vor der Kamera zu sprechen. Die Machthaber möchten uns zeigen, wie schlecht es den Menschen geht. Der Westen soll seine Finanzhilfen wieder freigeben. Das ist das Ziel. Das Interview führen wir alleine mit der Familie. Unsere Begleiter bitten wir, draußen zu warten. Sayed lädt uns in sein Haus ein. Er ist sehr offen, aber dass wir seine Frau sehen, möchte er nicht. Es würde seine Ehre verletzen. Seine Mutter darf dabei sein. Später kommt die älteste Tochter dazu, streng verhüllt. Früher konnten wir als Tagelöhner für einen der Betriebe hier arbeiten. Jetzt ist das nicht mehr möglich. Ich weiß nicht, welches Problem ich zuerst lösen soll. Die Miete bezahlen oder essen? Die Probleme sind so groß. Manchmal denke ich, ich bringe mich um. Die ganze Verzweiflung ist spürbar. Einen Ausweg aus der Situation sehen sie nicht. Die Großmutter sieht die Taliban kritisch, vor allem wenn es um ihre Enkelinnen geht. Wenn es für diese Mädchen einen Platz zum Studieren gibt, warum müssen sie aufhören? Wir wollen, dass sie studieren und etwas lernen. Das ist gut und wichtig für die Zukunft. Ein paar Kilometer entfernt am Rande der Landstraße gibt es noch ein paar Läden. Der Familienvater nimmt uns und seine Kinder mit zum Einkauf. Es sind kaum Frauen zu sehen und überall Taliban-Kämpfer, die ihre Macht offen zur Schau stellen. Sayed kauft Tee. Tee mit Zucker und Brot, davon ernähren sie sich fast ausschließlich. Und die Händler, sehen sie sich als Profiteure des Islamischen Emirats? Die Situation ist friedlich. Wir haben Afghanistan noch nie so friedlich gesehen wie jetzt. Das einzige Problem sind die steigenden Preise. Ich frage mich, trauen die Menschen hier den Taliban zu, eine funktionierende Wirtschaft aufzubauen? Die Taliban sind nicht schuld an den Problemen des Landes. Die Probleme haben mit den Ausländern zu tun. Seitdem sie die internationale Hilfe gestrichen haben, geht es uns schlecht. Sie haben Afghanistan sanktioniert. Dass die Ausländer schuld seien an der wirtschaftlichen Krise, hören wir immer wieder von den Taliban. Der Sicherheitschef der Provinz hat uns die Erlaubnis erteilt, seine Kämpfer zu drehen.
Auch sie, so erfahren wir später, bekommen keinen Lohn mehr. Der Staat ist zahlungsunfähig, seitdem die USA die Währungsreserven eingefroren haben. Für die Taliban geht es jetzt darum, ihr Regime zu sichern. Wir werden die Errungenschaften aller Muslime verteidigen, genau wie ihre Sicherheit. Wir werden mehr denn je für sie arbeiten. Die Leute, die Angst haben oder vom Krieg getroffen wurden, müssen in Frieden leben. Sie müssen sich sicher fühlen. Habt ihr das verstanden? Ihr solltet euch genau merken, was ich gesagt habe. Gott sei mit euch. Bevor wir ins Gebäude gelassen werden, müssen wir erneut an Sicherheitsleuten vorbei. Dass der Polizeichef mir beim Interview mit zwei bewaffneten Kämpfern gegenüber sitzt, erstaunt mich. Ich sehe, Sie haben zwei Wächter mit Waffen. Warum? Es gibt keine Probleme mit der Sicherheit. Trotzdem ergreifen wir, die Mujahideen, Sicherheitsmaßnahmen. Wir müssen die Lage in unserem Land kontrollieren. Was ist die Bedrohung? Wer ist der Feind? Die Leute, die den Krieg verloren haben, wie der Westen. Es ist ganz klar, dass sie den Krieg an die Taliban verloren haben. Und die, die die Afghanen spalten wollen, die gegen Fortschritt sind und gegen das islamische System. Unsere Feinde sind auch neu entstandene Gruppierungen wie der Islamische Staat. Wie brutal sie gegen ihre Gegner vorgehen, haben die Taliban seit ihrer Machtübernahme immer wieder gezeigt. In Kabul bin ich mit einer Sportlerin verabredet, die um ihr Leben fürchtet. Wie viele meiner KollegInnen erhalte ich immer wieder Nachrichten von verzweifelten Menschen, die sich versteckt halten und das Land verlassen wollen. An einem geheimen Ort treffe ich mich mit Frozan Hadi, der Kapitänin des afghanischen Volleyball-Frauenteams. Sie zeigt mir ein Video, das sie selbst gemacht hat. Es zeigt, wie sie alles verbrennt, was an ihre Zeit als Volleyballspielerin erinnert. Trikots, Sportschuhe, Urkunden. Aus Angst vor den Taliban habe sie alles vernichtet. Als die Taliban an die Macht kamen, haben sie eines unserer weiblichen Teammitglieder geköpft. Bilder davon sind überall in den sozialen Medien geteilt worden. Wir können nicht beweisen, dass es die Taliban waren, denn jemand, der ein solches Verbrechen begeht, wird nicht seinen Namen nennen. Aber die Familie hat bestätigt, dass es die Taliban waren. Als Leistungssportlerin hat Frozan ihren Lebensinhalt, ihre Leidenschaft verloren. Sie hält sich versteckt, muss immer fürchten, entdeckt zu werden. Ein Leben in Angst. Uns weiblichen Sportlerinnen geht es mental nicht gut. Ich kann nicht einmal mehr klar denken. Wir sind seit 3 Monaten in unserem Haus gefangen. Videos zeigen Frozan mit ihrem Team. Ein Spiel gegen Bangladesch, in dem sie mit der Nummer 2 auftritt. Jetzt hofft sie mit ihrer Mannschaft, Afghanistan verlassen zu können. Wir haben überall, wo man es sich nur vorstellen kann, um Hilfe gebeten. Auch die internationale Volleyballorganisation habe ich um Hilfe gebeten. Bisher habe ich keine Antwort erhalten. Frozan möchte, dass wir sie zeigen, ihre Geschichte erzählen. Ihre einzige Chance, so sagt sie, sei internationale Unterstützung. Hunderte afghanische Sportlerinnen haben bereits das Land verlassen. Doch für die Mehrheit der Afghanen ist es nicht die Sorge um die Freiheit, die sie verzweifeln lässt, sondern die Angst ums Überleben. In den Straßen von Kabul versuchen immer mehr Menschen, auch Kinder, irgendwie ein paar Afghani zu ergattern. Jeden Tag verteilt die Welthungerhilfe in Kabul Mehl und Öl. Nothilfe für eine 4-Millionen-Stadt.
Der Staat erhält fast keine internationalen Finanzhilfen mehr. Sehr viele Hilfsprojekte sind gestoppt. Der Westen will die Taliban nicht unterstützen oder anerkennen und riskiert gleichzeitig, dass die Bevölkerung ins Elend abstürzt. Mahsia Mohammadi zeigt mir, wie die Verteilung organisiert wird. Ich möchte wissen, wie sie entscheiden, welche Familien Lebensmittel erhalten. Wir finden sie, weil wir von Tür zu Tür gehen. Wir sehen ihre Häuser. Die Situation ist schlimm. Es gibt viele Familien, die haben oft über 5 Tage nichts zu essen und müssen hungern. 95% der Familien haben nichts zu essen. 23 Millionen Menschen drohen zu verhungern. Eine humanitäre Katastrophe, vor der auch die Vereinten Nationen warnen. Und es sind besonders die Kinder, auf die sich die Lage dramatisch auswirkt, erzählt Mahsia Mohammadi. Ich habe gehört, dass viele Afghanen ihre Kinder verkaufen, vor allem Mädchen, um Geld zu bekommen, um ihr Leben fortsetzen zu können. Das ist ein Fakt. Deshalb geben wir jeden Tag Lebensmittel aus, um zu verhindern, dass Familien ihre Kinder verkaufen. Wir fahren raus aus Kabul an den Stadtrand. Dort wird das Mehl produziert, das die Welthungerhilfe verteilt. Es herrscht weitgehend Stillstand. 85% der Fabriken haben die Produktion eingestellt. Viele Unternehmer haben das Land verlassen. Die Mühle ist eine der wenigen Betriebe, die noch laufen. Der einzige Auftraggeber ist die Welthungerhilfe. Vor 7 Jahren hat Fawad Yaushan das Unternehmen gekauft. Er will weiter produzieren, doch steht er vor großen Problemen. Weil die Landwirtschaft brach liegt, muss er 90% des Weizens aus Kasachstan importieren. Doch das Unternehmen braucht dringend Devisen, um die Importe zu bezahlen. Sonst müssen sie schließen. Der Unternehmer ist froh, dass die alte Regierung abgetreten ist. Er ist kein Unterstützer der Taliban. Aber dass die Korruption abgenommen hat, sei ein Vorteil für Unternehmer. In der alten Regierung waren alle korrupt. Alle, nicht nur einer. Von dem ganzen Geld, das die USA hierher gebracht haben, ich würde sagen, 50% sind der Korruption zum Opfer gefallen. From 20 Jahre westliche Entwicklungshilfe in Milliardenhöhe und trotzdem zählte Afghanistan bereits vor der Machtübernahme der Taliban zu den ärmsten Ländern der Welt. Vor allem für Kinder hat sich die Lage nun dramatisch verschlechtert. Auf der Straße haben wir die 8-jährige Fatima kennengelernt. Ihre Eltern haben uns erlaubt, dass wir ihre Tochter einen Tag lang begleiten. Fatima muss als Schuhputzerin Geld verdienen. Es ist 7 Uhr morgens und es ist eiskalt. Die 8-Jährige ist krank, sie friert und sie ist hungrig. Und doch beginnt sie auch an diesem Morgen ihre tägliche Routine. Bis zum Abend wird sie so auf der Straße sitzen. Immer weniger Erwachsene sind bereit, ein paar Afghani zu geben, um ihre Schuhe putzen zu lassen. Fatima hat nie eine Schule besucht. Das Einzige, was sie gelernt hat, ist auf der Straße zu überleben. Ich putze den Staub damit weg. Mit dem poliere ich, damit es glänzt. Und damit färbe ich die Schuhe.
Damit auch. Ist es das, was der Westen nach 20 Jahren zurücklässt? Schon vor der Machtergreifung der Taliban zählte Afghanistan zu den ärmsten Ländern der Welt. Jetzt droht 3 Millionen Kindern Unterernährung, 1 Million Kinder drohen daran zu sterben. Ich treffe mich in Kabul mit dem Kinderarzt Dr. Haji Gul. Er hat uns in sein Haus eingeladen. Im September hatte er uns durch das Krankenhaus geführt, in dem er arbeitet. Nach unserem Bericht im ZDF über die katastrophale Lage hat die deutsche Hilfsorganisation Archimed Hilfe angeboten, vor allem lebenswichtige Medikamente zu liefern. Nun hat er Nachricht erhalten, die Medikamente aus Deutschland sind eingetroffen. Am Hamid Karzai Flughafen haben die Taliban die Kontrolle übernommen, patrouillieren dort mit ehemaligen US-Fahrzeugen. Inzwischen ist der Flugverkehr wieder angelaufen. Aus Abu Dhabi ist heute eine Maschine angekommen, darin auch die Lieferung aus Deutschland. Medikamente im Wert von 25.000 Euro. Der Zollchef kümmert sich persönlich an diesem Morgen um die Abwicklung. Die Taliban machen klar, wie wichtig ihnen die Spende aus Deutschland ist. Was immer wir bekommen, wir werden dafür sorgen, dass die NGOs und auch die Hilfslieferungen sicher sind, so Gott will. Das Islamische Emirat wird dafür sorgen, dass es zu den richtigen Leuten geht. Ich danke Ihnen allen für diese Hilfe. Tatsächlich geht alles schnell und unbürokratisch. Und wenig später ist Dr. Gul mit den Medikamenten unterwegs zum Krankenhaus. Doch hier nimmt die Geschichte eine überraschende Wendung. Der Direktor der Klinik ist gekommen, will sehen, was in den Kisten ist. Er will selbst für die Verteilung der Medikamente sorgen. Das habe das Gesundheitsministerium so entschieden. Dr. Haji Gul ist verzweifelt. Schließlich kontaktiert er das Gesundheitsministerium. Ich werde versuchen zu verhindern, dass diese Medikamente dem Direktor des Krankenhauses ausgehändigt werden. Ich bin sicher, es geht um Korruption. Sie wollen die Medikamente austauschen. Ich hoffe jetzt, dass der Direktor mich unterstützen wird und uns nicht daran hindert, die Medikamente an die Patienten zu geben. Inshallah, he will not disturb me. Eine Taliban-Delegation aus dem Gesundheitsministerium kommt schließlich zum Krankenhaus. Die Taliban wollen wissen, was mit der deutschen Hilfsorganisation Archimed vereinbart wurde. Dr. Gul macht klar, er ist für die Deutschen der Ansprechpartner. Er muss die Verteilung organisieren und darüber Rechtfertigung ablegen. Gemeinsam gehen wir ins Zimmer des Direktors. Hier werden wir Zeugen einer Debatte um die Frage, wer ist zuständig? Das ist die Regel der NGO. Eine Person muss zuständig sein, denn diese Leute haben Angst. Sie wollen, dass alles korrekt läuft, denn vorher wurde gestohlen. Der Direktor wehrt sich gegen die Vorwürfe. Er behauptet, in seinem Krankenhaus laufe alles korrekt. Wenn es Korruption gab, dann im Lager des ehemaligen Ministeriums. Im Krankenhaus. Der Doktor kennt mich, er war mein Schüler. Hier ist das Wichtigste. Was wir kriegen, geben wir direkt den kranken Patienten. Mehr als 1000 Kinder werden im Indira Gandhi Kinderkrankenhaus behandelt. Viele müssen sterben, weil es nicht einmal genug Antibiotika gibt. Dr. Gul zeigt mir Zwillinge. Eines der Kinder hat einen Herzfehler. Dieses Kind hat keine Chance, in Afghanistan zu überleben. Aber ihm wird es besser gehen, in 1-2 Tagen. Mit Hilfe der Taliban setzt sich der Kinderarzt gegen den Direktor des Krankenhauses durch. Für ihn trotz aller Probleme ein Hoffnungsschimmer, dass die Korruption weniger wird. Auf der Intensivstation verteilt der Kinderarzt diese dringend benötigten Medikamente. Damit, so hofft er, können einige Kinder gerettet werden. Die 3-jährige Fatima hat schwere Mangelerscheinungen. Immer mehr Kinder sterben an Folgen von Hunger. Dr. Gul zeigt die Spezialnahrung, die sie erhalten. Das geben sie den Kindern?
aber sie haben nicht mehr genug davon. Es ist nicht genug für alle. Aber wir versuchen es Patienten in besonders kritischem Zustand zu geben. Also nicht jedem. So müssen Sie darüber entscheiden, wer es bekommt und wer nicht? Ja, wir entscheiden, welchen Patienten wir es geben oder nicht. Wir haben einfach nicht genug. Wir geben es den Patienten, die es am dringendsten brauchen. Es ist ein Teufelskreis. Die internationalen Geber wollen das neue Regime nicht finanziell unterstützen. Doch ohne Hilfszahlungen droht dem Land der Kollaps. Fatima hat an diesem Tag Glück gehabt. Sie hat genug verdient, um auf dem Heimweg Brot für die Familie zu kaufen. Die ganze Tüte kostet umgerechnet 1 Euro. Es ist eines der wenigen Lebensmittel, die sich nicht extrem verteuert haben. Immer mehr Familien ernähren sich nur noch davon. Wir begleiten die 8-Jährige nach Hause. Oft hängt es von ihr ab, ob ihre Geschwister Hunger leiden. So, did the situation change with the Taliban? Is it getting worse? Hat sich die Situation mit den Taliban verändert? Wird es schlimmer? Ja, die Situation hat sich verändert. Es gibt kaum Arbeit. Wir schulden seit Monaten die Miete und der Besitzer will bezahlt werden. Wir haben es geschafft, die Miete um 500 Afghani zu reduzieren. Wir zahlen jetzt 2.500 im Monat. So ist das. Fatima und ihr Vater verdienen das Geld. Sie ist eine junge Frau und es ist nicht richtig, sie arbeiten zu lassen. Aber wir haben keine Wahl. Wir haben Fatima versprochen, mit ihr auf den Basar zu gehen und etwas für sie und ihre Geschwister einzukaufen. Sie alle möchten warme Decken, weil sie nachts frieren. Was wünschst du dir, außer einer warmen Decke? Schuhe? Und nichts zu spielen? Sie möchte, aber sie weiß nicht was. Hat sie nie mit etwas gespielt? Hast du schon einmal Spielzeug gehabt? Nein. Es hat sich in der Straße schnell herumgesprochen, dass wir zu Gast bei Fatimas Familie sind. Immer mehr Nachbarn tauchen auf, auch in der Hoffnung, dass wir sie unterstützen. Wir dürfen Afghanistans Kinder nicht vergessen, mahnt UNICEF, das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen. Auch in der Sahona-Schule hoffen sie, dass die westliche Welt Afghanistan nicht vergisst und sich die leeren Klassenräume wieder füllen. Wenn die internationale Gemeinschaft entscheidet, uns zu helfen, dann haben wir eine Chance für eine bessere Zukunft. Sonst werden die Mädchen hier im Leben nichts erreichen. Deshalb bitte ich Sie und die internationale Gemeinschaft, diesen armen Leuten zu helfen. International isoliert könnte das Land in wenigen Wochen einen Kollaps erleben. Das Schicksal von Millionen Afghanen liegt auch in den Händen der internationalen Gemeinschaft. Für den Westen ein Dilemma: den Menschen beizustehen, ohne das Regime der Taliban zu stärken.